It's your boy Skinny P. Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway hier auf YouTube. Es gibt eine Imperial Dragon für euch mit den richtig krassen Aufklebern Big Kirks, Friendly Fire, Doomed und? Naja, und einem Sign bei der Dummbabbler. Die Waffe ist natürlich alleine schon aufgrund des Signs extrem viel wert. Von daher Zugriff. Im Hintergrund seht ihr wieder ein leckeres Arms Race und im Vordergrund erkläre ich euch, wie man bei dem Giveaway mitmachen kann. Die ganze Sache läuft so wie immer ab. Es gibt nur noch eine weitere Möglichkeit, extra Punkte zu sammeln. Erstens ist Aktivität Trumpf. Also wer hier auf YouTube aktiv ist, der ist mit im Pool. Ja, das heißt, wer sich die Videos anschaut und sie kommentiert, der ist mit am Start. Alle anderen nicht. Das ist unsere erste Schutzmaßnahme gegen Skingeier. Wir wollen nämlich, dass die Community die Skins bekommt und nicht irgendwelche dahergelaufenen Pisser. Außer diese dahergelaufenen Pisser wollen ab jetzt zur Community gehören. Dann können die es natürlich machen und auch gewinnen. Okay, und dann ist man auch kein Pisser mehr, ne? Aktivität hier auf YouTube zeigen ist ziemlich einfach. Es gibt hier maximal ein Video täglich. Manchmal schaffe ich auch nicht täglich ein Video, also noch weniger Arbeit für euch sozusagen. Und ja, man schaut sich das Video halt an, kommentiert, was man dazu denkt und fertig. Es geht für mich bzw. die Community, von der ich die ganzen Skins auch immer bekomme, in erster Linie darum, neue Leute zu gewinnen für die Community. Ja? Neue Mitglieder, neue Mitspieler, Leute, die bei den Streams dabei sind und so weiter und so fort. Vielleicht auch neue Freunde, man weiß das nicht. Ja? Wir sind hier zum Freunde finden. Das ist der erste Punkt. So ist man automatisch mit im Pool der möglichen Gewinner. Option 1, um Bonuspunkte zu sammeln. Kommt in die Livestreams. Und wisst ihr was? Jetzt ist gleich Livestream. Um 18 Uhr kann man direkt Bonuspunkte sammeln. Kommt in den Livestream. Da gibt es übrigens auch jedes Mal Giveaways. Immer. Zu jedem Livestream gibt es immer Giveaways. Wow. Livestreams finden jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr statt. Da kann man auch mitspielen. In Counter-Strike, in Apex, in Minecraft, in Hanswurst, was weiß ich, was wir spielen. Borderlands. Es gibt also immer Viewer-Games. Wer mit mir spielen möchte, kommt da rein. Ihr solltet aber schauen, dass ihr dann auf Twitch so heißt wie hier auf YouTube, beziehungsweise umgekehrt, oder dass ihr mir halt auf YouTube dazu schreibt, ich bin übrigens der Hanswurst von Twitch, okay? Damit ich mir das merken kann halt, ne? Wer ist. Zweite Möglichkeit, wenn ihr in alte Videos reinschaut und vor allem in die Macht-Spaß-Playlist hier auf YouTube, ja? Ich werde sie euch verlinken, ihr könnt sie aber auch ganz einfach finden, indem ihr Folgendes macht. Ich zeige euch die Sache hier im Speziellen, weil gerade in die Macht-Spaß-Videos und generell in die Playlists, die außerhalb von CSGO stattfinden, meistens deutlich mehr Liebe reingeht, wie in die CSGO-Videos, deswegen, ne? Es scheint zwar so, als wenn CSGO mein Hauptcontent wäre, aber es, wenn man auf Playlists hier oben klickt, ja, und dann auf eigene Playlists, und dann mal hier runterscrollt, dass alle geladen werden, dann sieht man, dass Counter-Strike nicht der Hauptteil dieses Kanals ist, also im Gesamten. Noch nicht mal die Hälfte, ich glaube noch nicht mal ein Viertel, wenn man Videoanzahl zählt, ja. Ist CSGO noch nicht mal zu 25% auf dem Kanal vertreten. Also es gibt hier wirklich alles. DayZ, Minecraft, Infovideos, Musikvideos, Bill & Bob, der Dummbabbler, da sind einige, so ein bisschen wie die Macht-Spaß-Playlist, hoppala. Nur breiter gefächert, ja, da ist halt alles drin. Also alle Sachen, die nicht in die Macht-Spaß-Video-Playlist gekommen sind, aber trotzdem halt schon was haben, ne? Alleine das sind, wie viel? 149? Es gibt auch Short-Videos, YouTube-Tutorials und so weiter und so fort. Es gibt so viele Sachen, ich habe sogar LOL am Start. Es gibt so viele verschiedene Games, die hier vertreten sind und Videoformen und Arten, dass es sich sicherlich lohnt, hier einfach mal ein bisschen durchzugucken. Und wenn ihr da kommentiert, egal wie alt die Videos sind, eure Kommentare werden immer ganz oben abgelegt. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Wenn ich auf Kommentare draufklicke, ja, dann ist immer der neueste Kommentar ganz oben. Immer. Egal wie alt das Video ist. Also guck mal hier zum Beispiel dieses Video. Das ist schon alt. Und bei ihm geht das nicht. Okay, wow. Ja, also, ne? Die Sachen sind sortiert nach Zeit, die Kommentare. Weil viele glauben, dass ihr... Ah, die muss ich übrigens alle noch beantworten. Hier sind wir aktiv. Live meine ich, ne? Ja, hier. Ja. Ihr könnt beim allerersten Video kommentieren, das hier auf dem Kanal war. Wenn ihr das jetzt macht, dann erscheint euer Kommentar hier oben. Blub. Oben drauf. Okay? Also ich sehe es zu 100%. Also nochmal für alle. Auf den Kanal gehen. Playlists. Und dann, wichtig, eigene Playlists anklicken. Das, weil sonst meint man vielleicht, das sind alle Playlists. Okay, okay. Ne, aber das sind nicht alle Playlists. Das ist nur ein Auszug. Eigene Playlists müsst ihr anklicken. Ich müsste eigentlich die hier unten mal weghasseln, damit alle direkt hier stehen. Naja, da ist alles. Community. Unboxing-Videos. Tutorial-Videos nur für Overpass. Far Cry 5, komplett durchgepimpelt. Cuphead, noch nicht komplett. Resident Evil, komplett durchgespielt. Und ich hatte Angst. Wie wird man ein erfolgreicher YouTuber? Wisst ihr, wann ich das gemacht habe? Warte mal kurz. 2015. Let's Talk mit Wallen. Hotline Miami. Guck, wie cool ich da noch aussah. Merkst du was? Pokémon 3D habe ich gespielt. Ja,
Also schaut da ruhig mal rein. Es gibt richtig fette Bonuspunkte bei sowas. Ähnlich wie eben auch in den Livestreams. Ja, wenn man da mal dabei ist und so, ist immer wieder schön. Und die dritte Möglichkeit, das war's eigentlich. Dieses Giveaway läuft wieder 10 Tage. Nach den 10 Tagen wird dann der Gewinner festgestellt und von mir in irgendeinem Video vorgestellt. Ja, aber nicht in einem Video, das der Gewinner heißt, sondern in irgendeinem Video. Ja, bis gleich im Stream, ne? Ciao.